ich meine, wir hatten gerade den Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Und erstaunlich viele Leute haben zugegeben, das hat mich wirklich überrascht, mhm, also von Politikern genauso wie von Journalisten, dass wir selten in diesem Land seit dem Zweiten Weltkrieg so gespalten waren. Mhm. Also dass die Spaltung der Gesellschaft selten so groß war. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass wir vollkommen verlernt haben zu streiten. Die Möglichkeit zu streiten setzt natürlich eine gewisse Zivilisiertheit, Urbanität, Höflichkeit, also bürgerliche Tugenden voraus. Aber wenn man heute die großen Themen der Politik anschaut, Massenmigration, aber natürlich auch die Klimakrise, Corona, ein schreckliches Beispiel für mein Problem, mein Thema, dann sehen wir, dass gar nicht diskutiert wird, es wird gar nicht gestritten, sondern die Gegenposition, also die Leute, die abweichen vom Mainstream, der durchgesetzt wird von der politisch-medialen Elite, diese Gegenposition wird diabolisiert, wird dämonisiert. Das sind dann die Bösen, das sind die Ewiggestrigen, wenn es gut läuft, die Reaktionäre, eben letztlich dann auch die Nazis. Und dieser slippery slope, dass sie, wenn sie eine abweichende Meinung äußern zu irgendeinem großen, bedeutenden Thema, sie dann abrutschen sehr, sehr schnell in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Darstellung in der Öffentlichkeit in dieses Rechtsaußenlager. Das ist unser eigentliches Problem, denn das bringt die Menschen, die anderes denken und andere Themen haben und Thesen haben, zum Verstummen. Und deshalb haben Sie es auch schon mal persönlich erlebt, dass Sie selbst verstummt sind oder nicht mehr eingeladen wurden? Oder nicht mehr eingeladen, natürlich unendlich oft. Das ist klar. Da muss man aber aufpassen, dass man nicht mit persönlicher Gekränktheit das Thema überfrachtet. Und deshalb will ich das nicht thematisieren. Aber der andere Punkt... Aber Sie waren früher schon Stammgast bei ARD, ZDF und Co. Das ist richtig. Vielleicht liegt es auch an meinem fortschreitenden Alter, dass man da nicht mehr so eingeladen wird. Aber ich hatte natürlich schon... Wir hoffen nicht, dass es am Alter liegt. Das ist Altersdiskriminierung. Ich hatte schon sehr, sehr deutlich den Eindruck. Vor allen Dingen, was viel interessanter war, ich habe mir nebenbei immer auch ein bisschen Geld verdient bei Veranstaltungen in der Wirtschaft. Mhm. Und mit dem ersten Wort, das ich gegen Merkels Migrationspolitik geäußert habe, ist das abgebrochen von heute auf morgen. Also es kam überhaupt keine Einladung mehr. Mhm. Und hat mich nicht besonders geschmerzt und alteriert, aber es war deutlich. Mhm. Ähnlich wie bei ARD und ZDF, da kam plötzlich gar nichts mehr. Und da hatte ich schon sehr deutlich den Eindruck, hey, wenn du dich da deutlich artikulierst, passiert das und das. Und vielleicht nur noch eine Ergänzung dazu. Die Leute haben dann auch festgestellt, die meinen Twitter-Account mal überprüft haben und so, ich hätte mich in den letzten Jahren radikalisiert. Und diese Radikalisierung hat natürlich auch einen ganz simplen Hintergrund, nämlich ich wurde pensioniert. Und durch die Pensionierung war ich plötzlich unangreifbar und konnte sagen, was ich wirklich denke. Ich habe also gar nicht anders gedacht als früher. Könnte man das nicht vorher auch schon, mir ist oft aufgefallen. Oder? Ich meine, Akademiker wie Sie, ich war auch lange an der Uni, und viele Professoren, die sind kritisch hinter den Kulissen, aber es ist so eine Hinterzimmeroffenheit. Sobald es vor die Kamera geht, ist es vorbei. Ich habe das selbst schon erlebt in Deutschland. Beispiel, ich war in einer Talkshow mal mit dem ehemaligen bayerischen Innenminister Herrmann über Kriminalität, Ausländer, gibt es da Zusammenhänge. Natürlich gibt es statistisch nachgewiesen. Vor der Sendung hat er Vollgas gegeben, dann ging die Kamera an und auf Sendung war einfach weg, hat das Gegenteil von dem erzählt, was vor. Und das finde ich schon sehr, sehr angesehener Politiker, der es ja tun könnte. Ja, und der natürlich auf CSU, ich meine, der hatte bestimmte Verortungen in der Politik. Genau. Und das verstehe ich nicht. Man wählt ja Politiker für ihre Meinung, die müssen Kante geben und nicht für eine Nicht-Meinung oder eine schwankende Meinung. Für die Werte, die müssen dafür stehen. Deshalb werden sie auch gewählt. Ja. Bei den Medien ist ganz schlimm. Ich meine, Sie haben das auch erlebt. Ich habe zum Silvester ein Video veröffentlicht, Corona haben Sie angesprochen, oder? Was ganz krass war, diese extreme Mainstream. Und da hatte der Chef von Ringe Schweiz, Mark Walder, hat ein Video im Geheimen gemacht vor einer Wirtschaftselite und ich habe das dann geleakt und dann sagt eben, dass er alle Redaktionen weltweit von Ringe angewiesen habe, regierungstreu zu berichten. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, vorher hat es immer geheißen, das sind Verschwörungstheoretiker, diese Idioten da, die das Gefühl haben, das ist gesteuert von oben. Jetzt sagt der mächtigste Medienboss in der Schweiz, international tätig, eben das
man müsse regierungstreu sein und hatten sogar Bild angegriffen, das ist ein Link jetzt zu Ihnen hier, hat Bild angegriffen, hat Design aber schon ganz radikal, Design sogar kritisch. Oder? Also kritisch sein ist nicht mehr erlaubt, das wird von oben durchgedrückt. Das ist ein extremes Beispiel. Aber da geht es der Schweiz viel schlechter als Deutschland. Hier muss ich eine Lanze schon da für den deutschen Medienjournalismus eben, er hat das sogar Bild angegriffen, genau, also weil die Freie sind. Oder? Wer Bild gelesen hat in der Corona-Pandemie, muss sagen, ja, wir haben kein Blatt vor den Mund genommen, aber auch Alexander Kistler, der ja oft zu Gast ist von der NZZ. Aber er muss sich dann entschuldigen, oder? Der Mark Walde musste dann nach Berlin und musste sich entschuldigen bei Bild, dass er sie auch attackiert hat. Aber das ist nur ein krasses Beispiel. Es gibt auch die Schere im Kopf. Das erlebe ich sehr stark als Autor, als Journalist. Dass viele Journalisten sich gar nicht trauen, das zu schreiben. Und dann hinterher, oder? Wir haben immer gesagt, früher bei der Weltwoche, wo ich lange stellvertretender Chefredakteur war, wir bringen die Themen, alle rümpfen die Nase, oder? Halten sich die Nase zu, ganz schlimm. Und zwei Jahre später kommt dann das NZZ mit dem Seidenfoulard und schreibt das Gleiche. Also es braucht immer eine gewisse Zeit. Du musst einfach den Mut haben, die Meinung zu vertreten. Aber der Mut kostet etwas. Und das ist die kleine Korrektur, die ich gerne anbringen würde an Ihren Beobachtungen, die ich sonst hundertprozentig unterstreiche. Gerade als ich das erwähnt habe mit der Pensionierung und der Freiheit des Alters, wenn Sie so wollen, der freien Meinung, die man dann äußern kann, ist mir eines klar geworden. Wäre ich in dem Augenblick nicht 65 gerade gewesen, sondern 35, hätte ich dann dasselbe getwittert, hätte ich dasselbe geschrieben und gesagt, jetzt. Und ich verstehe jeden Assistenten, jeden Menschen, der am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere ist, so wie ich mittlerweile auch viele Journalisten verstehe, nicht Politiker, da gebe ich Ihnen recht, aber bei den Journalisten und Wissenschaftlern, die noch jung sind, am Anfang ihrer Karriere und die im Grunde merken, dass sie mit einem falschen Wort und zu starken Formulierungen ihre ganze Karriere aufs Spiel setzen. Bei denen kann ich das sehr gut verstehen. Und ich will mir nicht, es ist eine Frage des Mutes, da haben Sie recht. Aber wenn jemand eine Familie zu ernähren hat, wenn jemand tatsächlich noch nicht gesichert ist in seiner Karriere und in seiner Existenz, kann ich verstehen, dass sie wenigstens still sind und klein beigeben. Schlimm ist es nur, dass, und das ist bei den Politikern in der Tat der Fall, dass bei Leuten, die eigentlich von Berufswegen eigentlich ihre Meinung verteidigen sollten, wenn die genauso kuschen wie Leute, die wirklich abhängig sind. Hier würde ich einmal gerne Herr Dorendorf reinholen und natürlich mit der Frage, es wurde ja jetzt gerade schon gesagt, bei Politikern ist das Verständnis sehr gering, wenn man vor der Talkshow den starken Mann macht und dann in der Talkshow leise ist. Habe ich auch schon mal erlebt. Aber was ich Sie fragen möchte, wie sehen Sie das denn in der Politik? Sagt jeder, was er denkt? Nein. Viele stimmen ja auch im Namen der Partei ab, für die Partei. Das ist natürlich ein großes Problem und damit habe ich am Anfang ein großes Problem gehabt. Das Schöne ist, ich bin seit 36 Jahren selbstständig, bin völlig unabhängig und kann so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist und folge immer meinen inneren Kompass. Das ist ganz wichtig, der ist sehr konservativ und da macht man sich natürlich bei bestimmten Herrschaften keine Freude. Das heißt, die große Spitzenpolitik bleibt Ihnen dadurch auch verwehrt. Minister wird man so ist nicht. So ist es. Auch der Listenplatz, ja, der war, ich bewerbe mich jetzt zum zweiten Mal. Beim ersten Mal hatte ich Platz 51, haben mir gesagt, wenn du erstmal einmal drin bist, dann kommst du weiter nach vorne. Jetzt bin ich auf Platz 61. nein, das ist aber so, aber das muss jeder für sich selbst klären. Also ich könnte so nicht, das ich habe wenig Zeit. Der schleimt sich am besten nach oben in der Politik, kann man das so platt sagen. Ja, es gibt auch wirklich richtig gute, die auch ihren Weg gehen. Auch die jungen Leute, die wir bei uns gerade haben, die haben echt eine ganz klasse Einstellung und machen das selbst. Ich habe oft gesagt, soll ich das lieber sagen? Nein, weil es gibt ja unangenehme Themen, da muss man auch klare Farbe bekennen. Aber für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass man authentisch ist. Und dann läuft es ja auch eigentlich. Ne? Und das haben wir zu wenig. Wir holen noch einmal das Argument auch von Herrn Geiges ab. Ja, weil das Klima, das Sie beschreiben, ist ja auch sehr gefährlich in unserer Systemauseinandersetzung mit China. Ich möchte das überhaupt nicht gleichsetzen. Also hier werden die Leute nicht ins Gefängnis gesperrt jahrelang. Und auch gibt auch keine vollständige Zensur des Internets oder sowas. Natürlich ist das nicht vergleichbar. Nur, es sollte ja gerade die Stärke unseres Systems sein, dass sie auch ausstrahlen soll. Dass man sagt, bei uns kann man auch radikal unterschiedliche Meinungen vertreten, so die Idee der Aufklärung, auch wenn du die völlig gegensätzliche Meinung von mir hast, ich trete dafür ein, dass du deine Meinung sagen kannst. Und das hat ja
unser System stark gemacht im Vergleich zu China. Wenn dieser Vorteil aber nicht mehr da ist oder zumindest nicht mehr so offenkundig da ist, ist das für uns auch ein großes Problem in der Auseinandersetzung mit aber China. Hier kommt ja immer das Argument, kommt ja immer hier, da noch einmal zu Ihnen, Herr Beutz, das Argument kommt ja immer, man kann seine Meinung sagen, wie man will, da muss man aber mit Widerspruch rechnen. Ja, Michel Friedmann hat es letztens ganz groß erzählt, groß getönt, jeder kann seine Meinung sagen, den Widerspruch muss man dann aber ertragen. Mhm. Was würden Sie denn diesem Gegenargument, was ja immer kommt, entgegnen? Das ist sehr, sehr einfach. Man muss nicht nur Widerspruch ertragen, das würde ja jeder gerne, das wäre ja Streit. Mhm. So wie wir ihn brauchen, Argumente bringen, Thesen bringen, Antithesen, Widerspruch, das ertragen und diskutieren. Aber das ist ja nicht das, was passiert. Sie kriegen nicht Widerspruch, sondern sie werden gecancelt. Sie werden ausgeschlossen. Aufträge. Sie gehören nicht mehr dazu. Sie werden auch an den Medienpranger gestellt. Sie sind ein Außenseiter, ein Outcast. Das klassische Beispiel bei uns in Deutschland ist ja Sarrazin. Ja? Also wenn man ein klassisches Gegenargument genau in diesem Sinne von Friedmann, guckt euch doch Sarrazin an. Der hat, also Millionen macht er mit seinen riesengroßen Auflagen. Der ist Nummer eins im Spiegel und. Aber was ist de facto der Fall? Er ist ein Outcast. Es ist jemand, der Polizeischutz braucht, wenn er auftritt. Das heißt, der gehört nicht mehr zur guten Gesellschaft in Deutschland. Und das ist ein Preis, der gigantisch groß ist. Und wenn Sie nicht so berühmt sind wie Sarrazin, dann bleibt Ihnen im Grunde nur die Tatsache, dass Sie exkommuniziert sind aus der Gemeinschaft der Guten. Und das ist das Schlimmste, was einem in einer Gesellschaft passieren kann, wenn Sie nicht mehr dazugehören, wenn Sie ausgeschlossen werden. Ja. Das Verrückte daran ist ja quasi, dass Sie haben die Aufklärung angesprochen, oder? Es ist eine Art Dialektik der Aufklärung. Die Aufklärung kippt in ihr Gegenteil. Es sind ja die besonders Toleranten, die von sich denken, sie seien tolerant, die dann besonders intolerant sind. Sie haben die Akademie angesprochen, die Universität, also ich verstehe es auch dort nicht. Also es gibt doch keinen Grund für einen Professor, dass er nicht seine Meinung sagt. Und da habe ich das auch ganz stark erlebt. Und das Schlimme ist dann für mich, wenn diese milieuübergreifend, die intellektuelle Kaste sind, ob das Journalisten sind oder Professoren oder Politiker, Mainstream, die sind alle im gleichen Milieu aufgewachsen und die haben dann die gleichen Thesen. Und das verstehe ich einfach nicht, dass man da nicht Freude hat an der Auseinandersetzung. Und es ist wirklich so, die Toleranten, die Linkstoleranten, die sind dann die ganz stark mit den Maulkörben kommen. Und da kommt eben die Schere im Kopf, die ich angesprochen habe. Ich meine, die Winnetou-Story ist ja unglaublich, oder? Ein schöner Kinderfilm, ein schönes Kinderbuch. Und da kommt irgendeine Spinnerthese von einer kleinen Ecke. Und das macht ein Verlag. Er sagt, wir ziehen die Bücher zurück. Es ist quasi Selbstzensur. Das finde ich einen unglaublichen Vorgang. Und das wird aber noch lange erklärt. Da gibt es auch die kulturelle Aneignung. Da gab es in der Schweiz zwei Fälle, die wurden dann europaweit auch diskutiert. Da waren weiße Musiker, die haben Reggae-Musik gespielt mit Redlocks. Und dann wurde gesagt, Konzert abgebrochen. Aber das da ist kulturelle Aneignung. Aber da muss man sagen, da sind die Medien aber auch stark gegen vorgegangen. Also da haben ja wirklich fast alle Medien berichtet, das geht nicht. Aber der Witz ist eben, das setzt sich trotzdem durch. Man heult ein bisschen auf, wenn sie auf der Straße eine Umfrage machen, Winnetou verbieten. Ich habe meine Kolumne darüber geschrieben. Ich hatte aber auch gegen Winnetou haben die Medien dann auch stark gegen aufgewehrt. Aber der Witz ist ja dann, du hast eine riesen, wenn Sie die Bevölkerung fragen, ich bin überzeugt, 99% der Bevölkerung wird sagen, die spinnen logisch wie nicht zu lesen. Aber es setzt sich trotzdem eben in diesen Kreisen, eben die tonangebend sind, durch. Es kommt beim Staat immer mehr, es kommt bei den Verlagen, es kommt bei Zeitungen. Wir bleiben noch einmal bei dem Beispiel mit der Cancel Culture, weil Sie haben recht, Winnetou, da hat mein Herz auch geweint, aber wenn Menschen gecancelt werden, ist noch ein bisschen schlimmer als Winnetou, wenn er gecancelt wird. Aber da eine Frage an Sie selbst, die unpolitische Schauspielerin Jennifer Aniston, die sich eigentlich wirklich nicht politisch äußert, hat ein großes Interview gegeben vor kurzem, dass sie die Cancel Culture ängstigt. Und da ist von sie ja überhaupt nicht betroffen, aber davon sind Männer in ihrer Branche betroffen, MeToo und so weiter. Was ich mich frage, wie weit sind wir denn schon in Deutschland? Weil in Amerika ist es ja im Vergleich schon viel größer, die Cancel Culture. Absolut. Wie sind die gesellschaftlichen Auswirkungen auf uns? Werden wir noch mehr steigen in der Cancel Culture? Wird es zurückgehen? Wie prognostizieren Sie es für Deutschland? Das ist sehr schwer zu prognostizieren, weil ich natürlich noch nicht bereit bin zu sagen, wie immer machen wir alles mit 10 Jahren Verzögerung nach, was die Amerikaner vormachen. Mhm. Sie haben vollkommen recht, der Zustand in Amerika, auch in England, ist noch viel, viel schlimmer als bei uns. Trotzdem muss man die Wokeness als eine sehr, sehr gefährliche kulturrevolutionäre Bewegung begreifen. Ich kann Ihnen aber ganz kurz erklären, warum es so ist, dass obwohl viele, nicht nur in den Medien, auch
Politiker das absurd finden, auch gegen das Gendern sind. Also über 70% der Bevölkerung ist gegen das Gendern. Viele Politiker sind dagegen. Warum wird es trotzdem gemacht und trotzdem durchgesetzt? Oder solche Verrücktheiten wie kulturelle Aneignung? Das ist ganz einfach. Sie können sich's klar machen bei einem normalen, wie soll man sagen, einer Einladung zum Essen, wo man damit rechnen muss, dass Veganer dabei sind. Wenn die dabei sind, dann ist es einfach eine Lebensklugheit zu sagen, ach, dann lasst uns doch alles vegan machen. Denn wenn sie etwas nicht Veganes anbieten, gibt es einen Riesenprotest der Veganer, die ganz wenige sind. Aber der Protest ist riesengroß, während alle anderen, die, wenn sie so wollen, noch normal essen, dann sagen, naja gut, macht nichts, essen wir halt mal vegan, kann nichts schaden. Und genauso ist es bei allen anderen. Wenn sie Winnetou rausnehmen aus dem Programm, dann ersparen sie sich die Wutattacken, die Hassattacken der Aktivisten, der woken Aktivisten. Und die anderen denken zwar, sind die verrückt, aber kaufen trotzdem bei dem Verlag die anderen Bücher weiter. Also das ist einfach nur ein Kalkül, ein taktisches Kalkül zu sagen, wie mache ich mir möglichst wenig Ärger mit diesen Aktivisten, die wahnsinnig lautstark sind. Das hat ja auch viel mit der Freiheit zu tun. Ja.